Hi, meine Lieben, und willkommen zurück in der magischen Welt von Hogwarts Legacy. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir stehen kurz davor, ein weiteres Merlin-Rätsel zu lösen. Die Kugel haben wir in der letzten Folge gefunden. Jetzt würde ich nur mal gern wissen, ob ich die auch wegstoßen kann. Ja. Sehr cool, das funktioniert. Dann brauchen wir nicht immer alles mit Accio machen. Incendio, Impulso! Aber hier rüberleiten ist, glaube ich, mit Accio einfacher. Accio! Thronwagen. Okay. Ich kann sie gar nicht mit Accio bewegen. Ja klar, jetzt schiebt die Karre hier meinen Stein weg. Was soll denn das jetzt? Incendio! Accio! Interessant. Impulso! Schön über die Brücke drüber. Und hier sehen wir auch schon die Vertiefung, wo die Kugel rein muss. Soweit. Wie beim Golfspielen. Da wäre selbst Merlin stolz. Friedhof, der ist bestimmt übersät mit Skeletten oder Zombies. Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Geh in das Sammlungsmenü, um mehr über die Schwachstelle der Gegner zu erfahren. Incendio! Expelliarmus, Incendio. Duco. Vivioso. Duco. Expelliarmus. Accio. Incendio. Protego. Duco. Vivioso. Duco. Accio. Incendio. Duco. Incendio. Weit weg. Levioso, Accio, Incendio, Protego, Stufo. Accio, Incendio. Ich wollte schon fragen, wie viele von denen noch kommen. Lass mal alles aufsammeln. Revelio. Haben wir was vergessen? Hier. Auch der Toten bekommen wir von denen. Hier drüber hat es Florfliegenbüsche. Kann ich aber nichts sammeln. Revelio. In die Karte reinschauen. Bewohnte Höhle. Also ich sehe hier nur Friedhof. Ist das ein Schreibfehler oder versteckt sich hier eine Höhle und ich finde sie nicht. Revelio. Revelio. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch eine Höhle sein könnte.
Ne. Okay, dann kehren wir zu Perry Pippin zurück und schließen den Auftrag ab. Einmal nach Hogsmeade. Jetzt müsste ich ihn auch ohne Wegweiser finden. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Nee, ich habe einen Auftrag abgeschlossen für dich. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Ja, sie ist schwierig. Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Okay, also man hat die Möglichkeit, die Aufträge normal abzuschließen oder eine höhere Belohnung einzufordern. Ich bin mal gespannt, ob das auf der weitere Spielverlauf Auswirkungen hat, aber ich denke mal eher nicht, wenn man die unverzeihliche Flüche erlernen kann, ohne Auswirkung, wird es nicht so dramatisch sein. Akio! Ja, einmal in die Aufträge reinschauen. Ihr habt immer noch nichts an Aufträge, um Alohomora zu erlernen. Dann machen wir mal mit der Hauptstory weiter. Triff dich mit Sebastian. Seid ihr da? Habe ich euch eingeschaltet? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen war. Durchspülung. Revelio. Jetzt habe ich den Desillusionierungszauber wieder abgelegt. Weil hier ist eine Augentruhe. Also so eine Augentruhe bringt wohl immer 500 Galleonen. Heimlich Zaubertränke gebraut. Revelio. Ich habe es klingeln gehört, aber ich kann es nicht zuordnen. Aber es scheint nicht hier im Raum zu sein. Ich habe sie schimmern gesehen. Skelett eines Augurei. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augurei. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Ihren Auftrag haben wir auch noch mit der Koboldsteine. Jetzt haben wir den Besen, jetzt können wir den eigentlich machen.
Hier drüben. Ich sitz vor dir. Komisch. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Im Schatten der Krypta. Betritt den geheimen Raum. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldschreien. Rebellion. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Alles gut, ich verrate keinem irgendetwas. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der 4 Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Let's go. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Confringo. Wir sind ein Naturtalent. Wir packen das beim ersten Mal. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Ich muss erstmal den Zauber auswählen. Confringo. Confringo stößt zurück. Aber da fliegt weit. Das heißt, ich könnte Confringo, Arceo, Incendio und dann die Findo. Das ist eine coole Kombi, glaube ich. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Gut so. Ich glaube, ich hab's.
gemacht. Danke. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Hoffen wir es. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Kann ich mir vertrauen? Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Okay, wir haben einen neuen Zauber gelernt. Bin mal gespannt, welche verbotenen Zauber Sebastian noch auf Lager hat. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Sebastian hat mich dorthin gebracht. Aber er hat mir klargemacht, dass ich es für mich behalten soll. Diese Ratte! Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Und ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen. Wenn nötig. Keine Angst, ey. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Warum soll ich dir trauen? Du hast Sebastian verraten. Bitte. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Er ist ein guter Freund. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Thank you.
So, jetzt hatte ich euch leider stumm. Passiert. Ja. Ich habe eben erzählt, dass wir uns jetzt auf den Weg machen zu den gekreuzten Stäbe und mal schauen, ob wir uns im Duell noch etwas schlagen können. Die Finalrunde. Hallo, Luken. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Absolut. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ich denke, wir könnten Solo probieren, aber... Ja, ich nehme Nati. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. 2 gegen 4. Cool. Durchbrich rote Schilde mit Schadenszaubern, wie dem Feuerzauber Incendio. Zielanvisierungen erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Confringo! Levioso! Incendio! Excelliamus! Excelliamus! Levioso! Axt! Du! Incendio! Excelliamus! Stufo, Accio, Incendio, Excelliamus, Stufo, Protego, Stufo, Levioso, Excelliamus, Stufo, Excelliamus, Accio, Incendio, Confringo, Stufo, Levioso, Expelliamus, Accio, Incendio. Sieg! Vielleicht mache ich auch. Sehr gut, Nati. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Oh, wir auch nicht. Auftrag abgeschlossen. Gekreuzte Stäbe, 3. Runde. Ja, war doch ganz entspannt, der Kampf. Hallo, Luken. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Yes. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Mach ich nicht, keine Sorge. Accio, Incendio, Leviosa. Ausgezeichnet. Accio, Incendio. Gut so. Levioso. Das war... Der Falsche. Accio. Incendio. Excelliamus. Dann beim nächsten Mal. Falscher Zauber. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Sehr schön. Schöne Kombination. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiter übst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben.
Auftrag abgeschlossen. Zauberkombination Übung Nummer 2. Und wir haben einen neuen Hauptauftrag erhalten. Die Kartenkammer. Melde dich bei Professor Fick. Okay, dazu aber mehr in der nächsten Folge. Recht herzlichen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.